Hallo, herzlich willkommen zu Sallys Welt. Heute gibt es wieder ein Rezept aus der Kategorie Nachgemacht Original trifft Sally. Heute werde ich nämlich diese Softcakes nachmachen. Die kennt auch jeder? Die kennt jeder. Softcakes. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es jemand gibt, der sie nicht kennt. Ja, ich glaube auch. Die gibt es in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Ich kenne auch die mit Himbeere, Orange, glaube ich. Orange ist das gängigste, das gab es schon immer. Jetzt habe ich hier heimische Früchte, also mit Johannisbeeren auch dabei. Und ich habe das Ganze auch zubereitet. Klar, wer es glaubt, wird selig. Ich habe das Ganze hier auch zubereitet aus Biskuitteig, also Biskuitmasse. Dann habe ich eine Fruchteinlage gemacht und das Ganze mit Zartbitterkuvertüre überzogen. Einmal im Mini-Format und einmal ein bisschen größer. Und ich finde echt beide super cool. Vor allem schmecken sie sehr lecker und sind wirklich sehr soft. Und man süchtig. So ein bisschen, ja. Genau. Und ich weiß nicht, machst du es gesünder jetzt oder ist es eigentlich gesünder? Nein, ich wollte es halt einfach nachmachen. Wolltest du nachmachen? Weil meine Zuschauer das gerne sehen. Und ich das auch cool finde, mal was auszuprobieren. Also ich zeige euch jetzt mal die Zutaten für die Biskuitmasse. Kann ich jetzt haben? Also sowas kann nie gesund sein, lieber Murat. Kann ich jetzt haben? Nein, erst am Ende. Für den Biskuit brauche ich 4 Eiweiß, eine Prise Salz, 4 Eigelb, 100 Gramm Zucker, etwas Vanilleextrakt und 100 Gramm Mehl. Zuerst nehme ich das Eiweiß und schlage es jetzt in einer Schüssel steif und es geht am besten mit einer Prise Salz. Und sobald der Eischnee steif ist, gebe ich noch die Hälfte des Zuckers mit dazu und rühre ihn für eine Minute weiter. Jetzt ist der Eischnee fest, den Schneebesen kann ich einfach weiter benutzen und gebe jetzt hier eine separate Schüssel rein und kann jetzt hier Eigelb, Zucker und Vanilleextrakt cremig rühren. Die Eierzuckermasse ist jetzt schön cremig. Jetzt kommt hier das Mehl mit dazu, das wird jetzt gesiebt und dann hebe ich es ganz vorsichtig unter. Jetzt kann ich auch den Eischnee unterheben und das Ganze mache ich einfach in mehreren Portionen. Jetzt habe ich hier einen Einwegspritzbeutel und vorne eine große Lochtülle. Und den stelle ich jetzt hier in den Spritzbeutelständer und kann jetzt die Masse einfüllen. Jetzt habe ich den Spritzbeutel hinten verschlossen, indem ich ihn einfach zugedreht habe. Hier habe ich jetzt ein Backpapier und zwar nehme ich jetzt Backpapier, denn ich habe auf die Rückseite bereits Kreise aufgemalt und das Ganze einfach auf mein Lochblech gesetzt. Und die Kreise haben einen Durchmesser von 3,5 cm und dienen einfach so ein bisschen als Orientierung. Jetzt kann ich hier den Biskuit drauf spritzen. Und jetzt tunke ich meinen Finger in Wasser und kann jetzt hier oben einfach noch die Spitzen ein bisschen flach drücken. Und jetzt kommen beide Bleche gleichzeitig in den Ofen. Ich habe nämlich den Ofen bereits auf Heißluft eingestellt, 190 Grad. Kann jetzt hier einen weiter unten und ein Blech weiter oben einsetzen. Und dann brauchen die Biskuits etwa 15 Minuten, bis sie an der Oberfläche etwas goldbraun sind. Und sie sollen natürlich auch ein bisschen austrocknen, daher Heißluft. So sehen jetzt die Softcakes aus und ich habe sie ein bisschen kürzer backen lassen. Ihr müsst einfach auf die Bräunung achten. Sie sollten natürlich nicht zu dunkel werden. Jetzt sind sie bereits abgekühlt und ich kann die jetzt hier auf der Seite stehen lassen und werde jetzt die Fruchteinlage machen. Fruchteinlage, genau. In den Original-Softcakes hat man ja auch so ein Gelee mit dabei und das ist auch wirklich super lecker. Man hat dann den Biskuit, die Zartbitterkuvertüre und dann das Gelee. Das werde ich jetzt selbst zubereiten und nehme jetzt dafür 500 ml Saft. Da habe ich jetzt einfach einen roten Multivitaminsaft genommen und ein Päckchen Agar-Agar, das sind 15 Gramm. Das gebe ich jetzt beides hier in einen Topf ein. Kann das jetzt miteinander verrühren und lasse jetzt die Mischung aufkochen und dann mindestens 2 Minuten lang sprudelnd kochen. Die Masse durfte jetzt kochen und jetzt habe ich sie umgefüllt, damit sie ein bisschen abkühlen kann und habe in der Zwischenzeit auch die Zeit genutzt und habe diese kleinen Biskuits vom Backpapier abgelöst. Die haben jetzt hier so eine kleine
Macke drin, sage ich jetzt mal. Die waren einfach noch nicht lange genug getrocknet und haben ein bisschen an dem Backpapier geklebt. Aber das ist gar nicht schlimm, denn das ist ja sowieso die Innenseite und dann sieht man es später nicht. Jetzt brauche ich ein Gefäß für das Gelee. Dafür nehme ich jetzt einfach einen Tortenring. Ich habe jetzt hier einen Tortenretter drunter und eine Folie, also Frischhaltefolie. Und werde jetzt den Ring auf etwa 26 cm Durchmesser einstellen. Und das Ganze jetzt so ein bisschen einschlagen, denn das ist ja eine ganz flüssige Masse und es kann einfach passieren, dass ein bisschen was ausläuft. Ihr könnt da jetzt aber auch im Prinzip jede beliebige Form nehmen. Hauptsache ihr kleidet sie vorher mit Folie aus, damit das Gelee später auch wieder rauskommt. Und jetzt wird es einfach hier eingefüllt. Und dann habe ich so eine Dicke von etwa 2 bis 3 mm. So, hier läuft es ein bisschen raus, deswegen habe ich aber auch die Folie da. Und jetzt werde ich es schnell einfrieren und für etwa eine halbe Stunde im Gefrierschrank lassen. So, die Fruchteinlage ist jetzt gefroren. Ich habe es jetzt aber auch kurz schon ein bisschen wieder antauen lassen, damit es einfach nicht zu kalt ist. So sieht es jetzt aus. Sieht lecker aus, gell? Schokopudding. Nein, Fruchtpudding. So, aber beide da. Jetzt nehme ich die Softcakes und jetzt habe ich hier zwei Ausstecher. Und zwar ist der eine Ausstecher ein bisschen kleiner als die großen und der andere passt eben genauso auf die anderen Softcakes. Das heißt, einfach ein bisschen kleiner, so müssen die auch sein. Und ich muss jetzt, glaube ich, schnell arbeiten, denn hier werden schon ein paar Kekse geklaut. Ella, die klaut meine Kekse. Und in der Zwischenzeit habe ich jetzt hier schon mal Kuvertüre geschmolzen. Ich habe 200 Gramm Zartbitter-Kuvertüre fein gehackt und 2/3 davon über dem heißen, aber nicht kochenden Wasserbad erwärmt und danach einfach 1/3 noch reingerührt mit ein bisschen Kokosfett, damit es auch einen schönen Glanz hat. Die Samira wird jetzt einmal probieren. Schokoburger. So, einen Schokoburger machen. Und jetzt kann ich mit Hilfe der Ausstecher einfach hier diese Masse ausstechen. Und jetzt kann ich die einfach hier drauflegen und werde sie dann mit der Kuvertüre übergießen. Ich probiere aber zuerst, nicht Papa. Okay. So sehen die Softcakes jetzt aus. Ich habe sie natürlich abkühlen lassen, damit die Kuvertüre auch fest wird. Möchtest du probieren? Unbedingt sehen. Im Prinzip hast du ja schon probiert, denn er hat sich vorhin schon eins aus dem Kühlschrank geklaut. Du hast sie abgezählt. Ja. Okay, ich probiere sie. Ich probiere hier ein großes, okay? Ja, dann reinbeißen und in die Kamera zeigen. Also eins muss ich sagen, kannst du die Kamera halten? Guck mal, das hat sie wirklich hingekriegt, wahnsinnig. Weil das ist wirklich im Original genauso. Hast du eigentlich schon mal ein Originales ausgepackt, um zu zeigen? Ja, ach so, Entschuldigung, ja. Geh mal kurz eins her. Ich hab's ja auch natürlich probieren müssen. Lass mal kurz ein Originales her, Schatz. Man muss ja wissen, wie sie schmecken. Guck mal, du merkst auch, es ist ein bisschen runzliger, aber es ist fast identisch. Mhm. Das muss auch mal hinkriegen, dass so ein Teig so hinkriegst, gell? Mhm. Hier das Original. Krass. Krass, und? Oder? Schmeckt genau gleich. Ja, gell? Schmeckt auch richtig gut. Und man kann ja als Saft nehmen, was man möchte. Aber ich muss sagen, also der Aufwand, es ging. Also Toffifee, muss ich sagen, war aufwendiger oder Riesensnickers. Von daher ging's, aber ich esse die Originalen trotzdem auch gern. Aber ich finde es der Wahnsinn, wie du das hinkriegst. Mhm. Und sagst du mal deinen Zuschauern, du hast gestern Abend ausgedacht, das Rezept? Ja, ich habe mir es gestern Abend ausgedacht und heute Morgen halt ausprobiert. Und beim ersten Mal gleich funktioniert? Ja, weil das ist ja ein Biskuitteig und dann habe ich mir gedacht, ja. Ja, also ich bin echt geflasht, also ganz ehrlich. Also manche Leute gibt es wirklich, die probieren das den ganzen Tag oder irgendwie. Du machst es wirklich einmal, es funktioniert. Mhm. Und es schmeckt genau gleich. Ja. Und was ich hier sogar noch besser finde, ist, dass die Schokolade knackig ist. Ja, das stimmt. Mhm. Und Original trifft Sally-Siegel. Mhm, absolut. Auf jeden Fall. Und was ich auch, muss ich sagen, besser finde, ich habe hier in der Fruchteinlage keinen Zucker mit dabei. Das heißt, die sind jetzt auch nicht zu süß. Also man hat wirklich nur den Saft, den Zucker aus den Früchten, und eben im Biskuit und in der Schokolade, aber jetzt keinen zusätzlichen Zucker in der Füllung.
weil das ist mir ein bisschen zu süß. Echt cool. Cool, gell? Ja, wirklich. Ja. Super gelungen. Das Ganze kann man natürlich auch aus einem großen Softcake machen, finde ich auch richtig cool. Vor allem kann man dann Stücke runterschneiden. Und das Ganze ist dann noch weicher. Und ich bin mal gespannt, wer der Erste ist, der das nachmacht und uns bei Facebook und Bild postet. Ja, da bin ich jetzt auch gespannt. Und ich wünsche euch schon mal ganz viel Spaß beim Nachbacken. Das Rezept findet ihr auf sallys-blog.de. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Schmeckt nicht so original. Wahnsinn. Besser. Ich finde es besser. Unglaublich. Ich mache jetzt meine Burger. Meine Hände werden ein bisschen versaut, aber egal. Und jetzt kommen ein bisschen Dekosteine rein. Der Klobus ist der beste Markt, oder? Mhm. Und die Zutaten sind auch vom Klobus, oder? Ja. Gibt's auch eine Küche nicht. Was ist? Oh, darf ich mir eins klauen? Ja, klau dir dann wenigstens eins. Aber das Hässlichste. Das Hässlichste, die sind doch alle schön. Ich mache noch die anderen fertig. Okay.